Herzlich willkommen zu einem Video von kreativekiste.de, mittlerweile der dritte Teil. Heute soll es darum gehen, das Außengerät mit dem Innengerät elektrisch zu verbinden und das Außengerät elektrisch anzuschließen. Ich würde behaupten, in den meisten Fällen, wo ich hinkomme, ist zwischen Außengerät und Innengerät eine 5x15 Quadrat NYM Leitung verlegt. Das ist aus zwei Gründen eigentlich falsch. Der erste Grund ist, ab einer gewissen Länge braucht ihr bei 16 Ampere und viele Hersteller, so wie ihr es hier im Bild seht, die machen das so, die nehmen die Zuleitung, gehen vielleicht noch über eine 16 Ampere Sicherung und gehen dann über den S1 zum Innengerät. Ab einer bestimmten Leitung reicht euch bei 16 Ampere ein 1,5 Quadrat aber nicht mehr aus. Da müsst ihr ein 5x2,5 legen. Das heißt, das ist im Grunde schon ein Fehler, dass wenn ihr ein 5x1,5 verwendet, nur einen relativ kurzen Weg habt. Der zweite Grund ist, bei einem NYM-Kabel oder auch bei einem Ölflex-Kabel, wie es ich hier verwenden werde, ist zum einen der UV-Schutz, aber auch die Witterungsbeständigkeit im Allgemeinen nicht gewährleistet. Deswegen sollte, es sei denn natürlich, euer Außengerät steht in der Tiefgarage oder an solchen Orten, ansonsten sollte man dieses Kabel hier, das landläufig als Erdkabel bezeichnet wird. Das ist aus dem Grund schwarz, weil es einfach UV-beständig ist und natürlich relativ stabil ist, auch gegen äußere Einflüsse. Jetzt habe ich gesagt, eigentlich. Das Kabel ist teuer und es ist echt eklig zu verwenden. Dieses, wie gesagt, Erdkabel ist echt ein Elend ins Innengerät zu bringen. Aber an einem Truhengerät oder an einem Wandgerät ist das fast ein Unding, weil eh alles viel zu eng ist. Deswegen sollte am Außengerät dieses kurze Stück entweder mit einem Schutzschlauch überzogen werden, mit UV-beständiger Farbe eingepinselt oder mit UV-beständigem Isolierband beklebt werden, weil sich sonst einfach nach einiger Zeit schlicht und ergreifend das Kabel zusammenfault. Ich verwende für die Testanlage hier jetzt ein Ölflexkabel, einfach deswegen, weil sich das hier jetzt ganz gut verlegen lässt und nicht so sterrig ist. Und ich verwende jetzt ein vieradriges Kabel. Uns reichen ja vier Kabel, aber das 5x2,5 oder 5x1,5 ist normalerweise billiger und leichter erhältlich als ein 4x-Kabel, weil es fast nicht mehr gebraucht bzw. im Grunde auch nicht mehr eingesetzt wird. Zu den Hinweisen zum UV-Schutz und zur Beständigkeit gibt es relativ viele Vorschriften. Unter anderem, immer dann, wenn ihr Leitungen von drinnen nach draußen legt, gibt es spezielle Anforderungen an die Erde. Aber das ist ein ganz differenziertes Thema, da kümmere ich mich normalerweise auch nicht drum. Da sagt der Architekt oder jemand, der sagt, so und so muss es gemacht werden. Ich weise dann vielleicht darauf hin und sage, oh, hier fehlt aber der Potentialausgleich zum Fundament Erde oder so. Viele sagen dann, oh ja, stimmt, und geben mir da noch eine Anweisung. Das hat einfach damit zu tun, ich bin Monteur und ich kann diese ganzen Regeln und Vorschriften gar nicht im Kopf haben. Ich habe so das ein bisschen im Gefühl, wann ich ein 2,5 Quadrat, wann 1,5 Quadrat nehme. Und wenn mir das, was ich auf dem Plan bekomme, nicht plausibel erscheint, dann frage ich nach. Aber grundsätzlich ist das nicht meine Verantwortung, als der, der es einbaut, repariert und wartet, mich nach diesen Vorschriften zu kümmern. Was sonst noch wichtig ist, da verlinke ich euch das Video aber unten, habe ich schon mal gesagt, S1 und S2 ist die Spannungsversorgung, aber S2 und S3 ist zusätzlich die Kommunikation. Deswegen sollte auf S1 und S2 nichts angeschlossen werden. Ich hatte schon, da haben Leute eine Steckdose angeschlossen, da sind Kondensatpumpen drauf, da sind Router drauf, alles Mögliche. Das kann zu Kommunikationsstörungen führen, würde ich aus dem Grund wirklich lassen. S1, S2, S3 verbinden und sonst nichts anderes tun. Dann würde ich sagen, schließen wir das Gerät doch einfach mal an. Ich beginne jetzt mit der Zuleitung, weil ja hier das Gehäuse fehlt, wo die Erde normalerweise angeschlossen ist, habe ich jetzt einfach die Erde durchgezogen und habe sie hinten mit einer Selbstschneidenschraube festgemacht. Dann erlebe ich das relativ häufig, das ist immer so eine Streitfrage, ob man bei Klimageräten dieser Bauart Adenthülsen verwendet oder nicht. Natürlich sind es Klemmen, wo die Schraube nicht direkt dreht, sondern das Kabel mit einer Platte nach unten gedrückt wird. Ich persönlich mag das aber gar nicht, wenn man das Kabel mal abklemmt oder auch beim Störungssuche oder so, wenn dann das Kabel keine Hülse hat. Deswegen, ich mache Hülsen drauf.
Aber im Grunde kann man tatsächlich sagen, man könnte es auch ohne machen. Dann schließen wir eben bei Daikin zumindest zuerst die untere Klemme an. Da ist mir persönlich immer wichtig, das sage ich meinen Azubis uns auch immer, wir schieben das Kabel, egal ob mit oder ohne Hülse oder ob es ein NYM-Kabel ist, immer bis dahin, wo es abisoliert ist oder bis dahin, wo die Hülse ist. Das heißt, wenn der Seitenschneider jetzt die Klemme ist, dann schieben wir das Kabel immer so weit rein, bis der Schuh bzw. das Kabel dann unten anschlägt und schrauben dann fest. Ich sehe das so häufig, dass die dann so weit rausgucken oder so. Das ist was, das geht irgendwie gegen meine Ehre. Und deswegen nehmen wir immer das Kabel und dann tun wir es in die Klemme rein. Und dann wird es so weit hochgeschoben, bis es eben gegen die Klemme anstößt. Dann wird es festgehalten und zwar so lange festgehalten, bis das Kabel nicht mehr rausrutschen kann. Und dann wird noch ein- oder zweimal nachgezogen und dann ist es auch fest und in Ordnung. Für die Verbindungsleitung nehme ich jetzt eben mal keine Hülsen, sondern verdrehe die nur, stecke die dann eben rein und drehe die fest. Nur um zu zeigen, das geht auch, das hält auch, das ist ja auch kein ortsveränderliches Gerät. Aber wie gesagt, ich finde es eigentlich besser, wenn man es macht. Aber nur um zu zeigen, das ist durchaus möglich und ich würde es jetzt auch nicht als falsch annehmen, sondern ich persönlich mag es einfach, wenn da dann keine Adern rausstehen, wenn ich das sauber anschließen kann und auch wenn ich das Kabel jetzt ganz gut abklemmen kann und dann wieder anklemmen kann, wenn das wäre. Aber wie gesagt, nur um zu zeigen, das hier ist durchaus auch möglich. Und nochmal der Hinweis, das hier mit der Erde mache ich jetzt so, weil mir eben das Blech hier fehlt, wo das festgemacht wird. Jetzt brauchen wir eben noch den S3. Das Ölflexkabel ist beschriftet mit 1, 2, 3. Da ist es ja relativ einfach. Da nehme ich 1, 2, 3. Ansonsten nehme ich immer braun, blau, grau. Merke ich mir ganz einfach so. Wenn ich ein Drehfeld habe, schließe ich braun, schwarz, grau an. Also L1, L2, L3. Braun, schwarz, grau. Hier habe ich kein Drehfeld, sondern schließe ein Klimagerät an. Braun, blau. Und der L3 wäre jetzt grau, deswegen nehme ich da der graue. Aber das ist nur so eine Eselsbrücke, die vielleicht nicht ganz sinnvoll ist, wegen Drehfeld und so. Aber so merke ich mir das eben, braun, blau, grau, weil eben der L3 beim Rechtsdrehfeld der graue wäre. Dann auch hier wieder bis zum Anschlag reinstecken und dann eben nochmal ein bisschen festdrehen. Das reicht dann aber auch. Mir fehlt jetzt hier leider die Zugentlastung, das löse ich jetzt einfach dadurch, dass ich das Kabel hier mit einem Kabelbinder festmache. Ansonsten macht die Zugentlastung meiner Meinung nach schon Sinn. Ich lasse die Kabel beim Anschließen tatsächlich immer so lang. Normalerweise jetzt ja hier die Platte. Einfach dann kann ich hinkommen zum Messen. Und falls doch irgendwas falsch angeschlossen wäre und die Platine noch nicht kaputt ist, könnte ich es auch relativ leicht dann nochmal umklemmen. Deswegen das nie so ganz knapp anschließen, immer so ein bisschen Spiel lassen. Dann das Kabel zum Innengerät verlegen ist bei mir natürlich jetzt relativ schnell gemacht. Ich lege das eben hier meinem Rohr entlang, lasse ein bisschen Reserve und damit bin ich auch schon zufrieden. Das Gute ist bei den Klimageräten mit S1, S2, S3, da ist im Grunde fast egal, was daneben liegt. Also ihr könnt dieses Kabel tatsächlich fast überall einfach verlegen. Am Innengerät schließe ich eben S1, S2, S3 jetzt genauso an wie beim Außengerät. Und weil es sonst wahrscheinlich zu langweilig wäre, zeige ich das nicht. Und ich müsste es ja auch irgendwie von unten nach oben filmen. Aber nochmal der Hinweis, ich habe mal ein spezielles Video gemacht zu S1, S2, S3 und auch zu dem Thema Kondensatpumpe, verlinke ich euch unten. Damit wäre das dritte Video abgeschlossen, ein ziemlich easy peasy Video, sage ich mal, weil zum elektrischen Anschluss gibt es gar nicht so arg viel zu sagen. Im nächsten Video wollen wir die Anlage dann auf Dichtheit prüfen und vakuumieren. Das heißt Luft und Fremdgase aus der Anlage holen.